Liebe Zuseherinnen und Zuseher von Kids TV, wir melden uns heute von der Eröffnung des Kitzbüheler Kunstsommers 2017. 130 Künstler aus 8 Nationen stellen heuer in Kitzbühel aus. Hier im Casino Kitzbühel stellen ganz speziell die Schweizer Künstlergruppe Logoline aus Basel aus, die ihre Werke, und zwar 70 an der Zahl, hier einem zahlreichen Publikum präsentiert. Trotz des schönen Wetters besuchten rund 100 Gäste die Eröffnungsvernissage des Kitzbüheler Kunstsommers. Als besonderes Highlight eröffneten die Präsidentin von Kitzbühel Tourismus, Frau Signe Reisch, und der Vizebürgermeister der Stadt Kitzbühel, Walter Zimmermann, die Ausstellungsreihe persönlich. Als Kulturreferent der Stadt Kitzbühel bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute wieder eine ganz, ganz tolle Fortsetzung des Kulturlebens in Kitzbühel erfahren. Der Kunstsommer 2017 wurde jetzt gerade eröffnet mit einer großartigen Ausstellung von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Und ich sehe das als eine ganz, ganz tolle Fortsetzung der letzten Jahre, wo wir auch bereits tolle Künstler hier hatten. Und dass es heuer Schweizer Künstler sind, freut mich ganz persönlich natürlich sehr. Die Künstlergruppe Logoline ist eine sehr kleine Gemeinschaft. Die Leiterin der Schweizer Künstlerinnen und Künstler ist Marion Hähner. Also wir sind zurzeit 7 Mitglieder aus der Region Tierstein und Schwarzbubenland. Das ist in der Nähe von Basel. Letztes Jahr haben wir eine Ausstellung gemacht, Kunst im Dorf. Das ist eine Ausstellung von einem Dorffest, verbunden mit der Kunst im Dorf Ausstellung. Und da waren wir beide schon im Gespräch vom Kitzbüheler Kunstsommer 2017. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht wäre es eine ganz tolle Gelegenheit, nachdem du uns gefragt hast, ob wir vielleicht auf Kitzbühel kommen möchten. Da habe ich dann die 7, also 6 Kollegen und Kolleginnen gefragt, hättet ihr vielleicht Lust? Ja, die Lust war sehr groß und die Begeisterung war groß. Und im Laufe der Zeit waren wir uns immer einiger, dass das eine tolle Sache wird. Also eine große Ehre und eine große Freude für uns. Marion Hähner hat sogar einen Bezug zu unserer Region, denn sie ist die Tochter des verstorbenen Künstlers Professor Rudolf Kaloja aus St. Johann. Mein Vater, Professor Rudolf Kaloja, hat in St. Johann gelebt mit seiner eigentlich ganzen Familie. Er war Professor und Kunstmaler und hat auch Studenten ausgebildet, insofern mein Mann uns denn bei meinem Vater kennengelernt hat und er mich nach in die Schweiz geschleppt hat zum Schluss. Und da bin ich jetzt 45 Jahre vor Ort in Nunningen. Und mein Papa, also mein Vater, der ist leider vor 4 Jahren gestorben. Und ihm zu Ehren hat mein Mann auch ein wunderschönes Gemälde gemalt mit dem Wilden Kaiser, weil das war sein Favorit. Mein Vater ist begeisterter Wilder Kaisermaler gewesen. Und mein Herz hängt halt immer noch an Kitzbühel, an St. Johann, an der ganzen, ja, Tiroler Umgebung, und ich komme noch so gerne und wie im Dirndl natürlich noch so gerne zu euch nach Österreich, immer wieder. Ein besonderes Highlight dieser Ausstellung sind die Bilder über sehr spezielle Autos. Aber am besten erzählt uns der Künstler Simon Hähner persönlich von seiner Leidenschaft. Es sind nur ausschließlich Ferraris, keine Rennautos, also ich male ausschließlich Ferraris. Die Passion, seit ich 5 bin, hat mich der Vigus angesteckt vom springenden Pferd, und der begleitet mich jetzt mein Leben lang, und aus Authentizitätsgründen und aus Leidenschaft male ich Ferrari. Das sind alles Ferraris mit einer ganz besonderen Historie, entweder mit einer sehr tragischen Geschichte im Hintergrund oder mit einer sehr glorreichen Geschichte im Hintergrund. Das, was eben den Rennsport unter anderem mit dem springenden Pferd ausmacht. Aktuell ist es die erste Ausstellung, wo die Ferraris so explizit gezeigt werden.
direkt von Kitzbühel geht's dann wahrscheinlich nach London. Ferraris zu malen ist ja nicht die einzige Leidenschaft des Künstlers. Seine Liebe zur Automarke geht ja noch viel, viel weiter. Also ich habe in der Tat über 1900 Modellautos und auch Originalteile von Formel 1 Autos. Also das ist wirklich ein, Gott sei Dank, ein kleines Museum, das ich da aufgebaut habe. Und wir sind dran, dass man das auch dann öffentlich zugänglich machen kann. In Kombination mit einer kleinen Galerie, Events und so, wirklich Verköstigungen. Also das wird dann alles rund um Ferrari gestaltet sein. Die Ausstellungsreihe des Kitzbüheler Kunstsommers läuft noch bis zum 2. September. Alle Ausstellungsorte sind öffentlich zugänglich und man kann die Werke besichtigen im Alpenhaus am Kitzbüheler Horn, im alten Wohnheim Kitzbühel, in der Arbeiterkammer im Rheinfeld, im Legendencafé in der Talstation der Hahnenkammbahn, in der Raiffeisenbank Kitzbühel-Vorderstadt, im Schaufenster der Malschule Kitzbühel im Kolpinghaus und im Reisebüro Sonnenschein in Oberndorf. Nicht versäumen sollte man die Sonderausstellung im Rathaussaal, die am 20. Juli startet. Hier stellt die japanische Künstlerin Makiko Akitsu ihre Sonderausstellung Flowers and Zen vor. Wirklich sehenswert, und das ganz Besondere ist ja auch, dass wir gratis uns diese Ausstellungen anschauen dürfen. Jeder Kitzbüheler kann sich diese Ausstellung anschauen, und die 9 verschiedenen Orte, du hast es ja schon erwähnt, wo sie überall stattfinden, sind wirklich tolle Räumlichkeiten, und das freut uns als Stadtgemeinde natürlich, dass die Kultur, die Kunst hier für jeden und jeder Mann, jeder Frau zugänglich ist.